Leute, servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast. Mein Name ist Jörg und wir schreiben heute das Kapitel 86 in unser Podcast-Buch. Und in diesem Kapitel geht's unter anderem um den phänomenalen Sieg der Frankfurter Eintracht gegen die Bayern aus München oder eigentlich Münchner aus Bayern. Das wäre wohl richtiger. Schauen auf das nächste Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Freitag. Und überlegen uns mal, wo die Eintracht hinkommen könnte. Dazu kommen wir auch noch auf ein paar News, die heute im Laufe des Tages dazugekommen sind, wo auch unsere Patreons gemeint haben, da sollten wir drüber sprechen. Ja, das werden wir tun. Und das Ganze mache ich heute nicht mit dem Puffy, der ist nämlich nicht da. Aber dafür ist der Mulemeister mit am Start. Moinsen, Markus. Eine gute und Mahlzeit für den Spitzenmannschaftspodcast. Spitzenmannschaftspodcast. Okay. Ist alles in Ordnung. Vielleicht hat da Frank da eine andere Betitelung dafür. Gude. Ja, servus und schönen guten Abend. Und ich habe jetzt keinen anderen Titel, aber was die Patreons sagen, da hören wir natürlich besonders gut drauf. Von daher, werdet Patreon. Dann hören wir auch auf euch. Richtig, alle anderen sind egal. So. Ja, wie geht's euch, ihr Weltpokalsieger-Besieger? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, hallo, wir sind, was erstmal faszinierend ist, wir haben die Bayern geschlagen und sind einen Platz in der Tabelle gefallen, finde ich erstmal faszinierend. Ja gut, das ist halt, weil die Wolfsburger irgendwie das nett auf die Kette kriegen, mal ein Tor zu kassieren. Ja, das ist furchtbar. Also ich meine, gerade Wolfsburg ist momentan dieser Faktor, der mir so in der Tabelle anstinkt, die du überhaupt nicht auf der Uhr hast und die verlieren kein einziges fucking Spiel. Das geht mir so auf den Sack. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Bayern geschlagen und hey, hallo? Ich habe gesagt, ich mache einen Topf Größenwahn auf, der so groß ist wie ein Zweifamilienhaus. Ja, wir werden deutscher Meister, was soll ich sagen? Haltet euch fest. Ja, da können wir dann später drauf eingehen. Auf jeden Fall raucht der Mule geiles Zeug, habe ich das Gefühl. Ich weiß definitiv. Gar nicht, ob das so wahrscheinlich schnüffelt er an seinen eigenen Socken oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, aber fühlt sich natürlich schon geil an. Ich meine, die letzten beiden Heimspiele gegen die Bayern haben wir gewonnen. Was willst du eigentlich mehr? Und ich bin ja nur froh, dass das nicht wieder sowas Deutliches geworden ist, was wir noch zu besprechen haben, wie beim letzten Mal. Weil sonst würde hier wieder die große Häme und Euphorie ausbrechen und wie ihr wisst, ist das ja so überhaupt nicht mein Take. Aber ja. Ich find's geil. Da kann's einem nur gut gehen. Also wenn wirklich, also ich hab einen ehemaligen Mitarbeiter, der ist schon vor 5 oder 6 Jahren in Rente gegangen und total netter Typ. Und vor dem Spiel habe ich dann irgendwie Montag gesehen, weil der schreibt mir noch immer auf die Arbeitsmail, so ein, besonderes Spiel und ihr habt ja einen geilen Lauf und vielleicht klappt's ja. Und nach dem Spiel hat er mir geschrieben, jo, das hat ja mal eigentlich ganz gut funktioniert. Also es nehmen sehr viele interessanterweise genau an diesem Spiel Anteil jedes Jahr. Das finde ich total interessant. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass er Bayern-Fan ist und die auf einmal nur meinen Mittelfinger kommentarlos geschickt hat, aber okay. Na, der ist neutral. Ach so. Mittlerweile ist es bei mir ja so, dass mir die Sonne dermaßen aus dem Arsch strahlt, dass ich echt nicht mehr langsam weiß, was ich tun soll. Es ist emotional ein echtes Problem, weil wir sind ja lange genug und erfahren genug, um zu wissen, dass auch irgendwann es mal wieder ein bisschen was auf den Kopf gibt. Aber ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Du musst aufpassen. Du bist ja viel auf der Autobahn unterwegs. Nicht, dass du einen Strafzettel bekommst wegen Nötigung, weil jeder denkt, bei der Sonne, die dir aus dem Arsch scheint, dass du ihm Lichthupe machst. Ja, ich mach die Lichthupe nach hinten. Das ist ganz großartig an der ganzen Geschichte. Ha, du bist aber dann auch der Erste, der das kann. Das ist vielleicht dann doch gar nicht so schlecht. Ja, das sollte ich mir patentieren lassen. Klappt aber nur nach Siegen gegen Bayern München. Sag ich dir gleich. Ja, wenn wir eh schon darüber reden, wollen wir das gleich ansprechen, hätte ich gesagt. Dann brauchen wir nicht rumhüpfen. Erste Halbzeit war halt schon irgendwie ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, hat mich die erste Halbzeit hinterlassen, weil ich gedacht habe so, kein Zugriff von den Bayern, außer weil es vielleicht gefühlte 3 Minuten oder 5 Minuten und
nichts, aber gar nichts. Die haben sie ja teilweise in die eigene Hälfte gedrückt. Das war wirklich schockierend. Du überspringst natürlich schon wieder einen wichtigen Teil, weil die ersten 10 Minuten vom Spiel waren auch relativ wichtig, mein Freund. Da haben wir nämlich diese wunderbare Aktion mit den T-Shirts gemacht, mit Köpfen und Namen und Say Their Names, was ich eigentlich als auch sehr gut empfunden habe. Also es hat mich emotional schon mal ein bisschen mitgenommen, wo ich dachte, jawohl, das ist mein Verein, dafür stehe ich auch, das finde ich großartig. Und dann passierte tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, Jörg. Das Ganze fing an, dauerte 5 Minuten, dann wurde der Linienrichter ausgewechselt, weil er wahrscheinlich vor Schreck umgeknickt ist, nachdem er gesehen hat, wie die gut die Frankfurter angefangen haben. Wurde ausgetauscht und die Frankfurter haben da weitergemacht, wo sie die ersten 5 Minuten aufgehört haben und haben die Bayern eigentlich an die Wand gespielt. Faszinierenderweise. Ja. Aber nochmal auf die T-Shirt-Aktion zurückzukommen, die am Anfang deines langen Monologs gestanden hat. Naja, lang. Für deine Verhältnisse war das lang. Was willst du denn damit sagen, du Arsch? Ist auf jeden Fall sensationell gewesen und was ich halt besonders bemerkenswert finde, diese T-Shirts bekommen ja die jeweiligen Familienangehörigen des Opfers dann auch geschenkt, weil jeder hatte ja einen Namen und ein Gesicht auf einem. Also es war jetzt nicht, dass alle 9 auf allen drauf gewesen sind, sondern jeder hat ein individuelles und das finde ich halt stark, dass die dann auch wirklich an die Familien gehen und das ist schon ein richtig, richtig starkes Zeichen und das kann einen wirklich nur sehr stolz machen, dass man Teil dieses Vereins ist. Gut. Noch was dazu zu sagen, Mule. Du hast ja so angefangen. Nee, ich war schon 10 Minuten weiter. Ich war schon 10 Minuten in der ersten Hälfte, als Frank wieder zurückgehupft ist. Ja, aber da war ja noch nichts nach 10 Minuten, außer viel Druck. Und 2 Minuten später kam auf einmal die Überraschung und es hat geklingelt. Jo, und zwar im Tor der Bayern. Was das geil ist, das habe ich Frank schon gesagt, nachdem wir den Take kurz nach dem Spiel gemacht haben. Normalerweise, ich gucke ja Sky Go, ne? Ich bin ja normalerweise 3 Minuten hinten dran. Das heißt, ich kriege zum ersten Mal eine Push-Nachricht und alles, bevor überhaupt das Tor fällt und kann mich da ganz entspannt drauf vorbereiten. Also ich saß da völlig entspannt davor und dachte, es passiert nichts. Auf einmal klingelt das Ding im Bayern-Tor. Ich war völlig geschockt. Aber geil. Du hast es echt überlebt. Ich meine, so ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung hat, wenn du da normalerweise immer mit rechnest, dass du da vorher 2 Minuten vorher schon die Push-Nachricht kriegst, gleich fällt ein Tor, dann bist du das auch gewohnt und plötzlich sitzt du davor völlig entspannt und das Ding pfeffert da ins Tor rein. Schönes Ding von Kamada, Jovic hat ihn auch gemacht, aber Kamada war vorher dran. War jetzt nicht so die Kunst, den reinzubringen, aber Nee, aber Younes vorher. Das einmal das und generell, man hat es ja in der ersten Halbzeit gesehen, es war jetzt nicht so die beste Idee von Flick, Süle da auf rechts hinten hinzustellen, weil du hast halt gesehen, der ist technisch total, weiß nicht, unterlegen. Also er ist vielleicht ein Tier, aber das war's auch schon wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast da irgendwie 1,95 und 90 Kilo gegen 1,63 und 79 Kilo. Younes hat einmal links angedeutet, ist rechts vorbeigegangen, bis Süle sich auch nur bewegt hat, war der schon 3 Meter weg. Das hat nicht so gematcht zwischen den beiden. Ne? Also ich muss sagen, da war Süle nicht so ganz auf dem Laufenden. Also da hätte man besser Kimmich wahrscheinlich dagegen stellen sollen. Und so ist ja auch das 1-0 gefallen. Ne? Also Younes, eigentlich bedrängt von Sané und von Süle, dreht sich einmal weg, spielt zwischen den beiden durch auf den hinten freilaufenden Kostic, der bringt das Ding rein, Kamada hält den Fuß hin, zack. Ja, und selbst wenn Kamada nicht da gewesen wäre, Jovic da gewesen. Also vollkommen egal. Eben. Zumindest hat sich Jovic ja wenigstens gefreut, dass Kamada die Bude gemacht hat und war jetzt nicht sauer, dass er die Bude nicht machen könnte. Ich glaube, mental wäre es für Jovic wichtiger gewesen. Aber ich sag mal, mir als Fan ist es natürlich total Wumpe. Von mir aus kann das auch Kamada sein, der seinen Klumpfuß da reinhält und das Ding geht schön ins lange Eck, ohne dass Neuer was machen kann. Der war so geschockt, der konnte ja nicht mal den Reklamierarm heben. Ist euch das aufgefallen? Ja, ich glaube, er hat ihn danach irgendwie gehoben. Ich bild mir ein, dass er da irgendwie dann noch rumgewunken hat. Warum, weiß keiner. Das war aber beim zweiten Tor, weil sie gedacht haben, der Ball war draußen, bevor Kamada den geholt hat, oder?
Oder nee, das war auf der anderen Seite, als der Ball dann ja trotzdem auch nicht draußen war, wo fast dann auch ein Tor gefallen ist. Aber ist auch egal. Könnte auch letzte Woche gegen Bielefeld gewesen sein, ne? Da war das öfter, ja. Der hebt doch sowieso immer den Arm. Das ist doch das Einzige, was er da permanent hebt bei ihm. Ich glaube, das ist halt wie beim Football. Das hat er noch nicht richtig verstanden. Er hat jetzt zu viel NFL geguckt und macht das halt wie beim Field Goal. Hebt er halt die Arme, so wie die Schiris das dann auch machen. Und ich habe gedacht, der hat früher am Flughafen gearbeitet und winkt die Fliege ein. Aber gut. Naja, wäre auch eine Jobalternative. Ja, aber da brauchst du beide Arme und darfst nicht immer nur einen heben. Ja, das hast du dann beim Football aber auch, weil mit einem, was machst du denn dann? Strafe anzeigen? Na danke. Aber er könnte Flaggenwerfer werden in der NFL. Brauchst auch nur eine Hand. Flaggenwerfer in der NFL. Ja. Er könnte dann auch irgendwie beim Boxen das Handtuch schmeißen oder so. Ja, genau. Professioneller Handtuchwerfer. Also beim Boxen ist er, glaube ich, eher so diese gepolsterte Ecke, wo die dann immer reingehauen werden. Aber das ist auch völlig egal. Ja, jedenfalls stand es dann auf einmal 1-0. Und wer jetzt geglaubt hat, ui, jetzt werden die Bayern mal munter und jetzt gibt's mal Vollgas. Pustekuchen. Gar nichts. Nichts mehr. Assist geht wieder an Kostic. Richtig. Und bei dem ersten. Ja, klar. Ja, und dann ging die Younes-Show weiter. Ne, also, wie gesagt, wie Jörg schon sagte, da kam nichts von den Bayern großartig und Younes hat weiter seine Show abgezogen. Ja, und hat dann ein Riesending zum 2-0 da reingehämmert, direkt in den Knick. Aber der war ja eh drauf, oder? Der war ja nicht zu bändigen, der Junge. Der muss ja Adrenalin gehabt haben ohne Ende. Was der abgezogen hat in der ersten Halbzeit, war unfucking fassbar. Und dann eine kurze Körpertäuschung und zimmert dieses Ding lang von Neuer weg oben in den Winkel rein. Sensationelles Tor. Ich habe mir auch bei den Abwehrspielern gedacht von den Bayern, so, die sind gerade voll überfordert mit dieser Situation, was er da jetzt macht, weil die sind dann irgendwie so stehen geblieben, so, was, wir können den nicht stoppen, was machen wir denn jetzt? So hat das gewirkt. Im 1:1 ist er halt echt stark, ne? Er ist halt flink, klein und flink, muss man jetzt sagen. Er ist extrem wendig auf dem Platz. Ist aber dauerhaft halt unheimlich schnell. Ja, absolut. Und ein bisschen hat's mich schon erinnert an das Tor von Fenin vor einigen Jahren, wo Fenin und Zumo praktisch in den letzten 10 Minuten das Spiel gedreht haben gegen die Bayern. Da kann ich mich noch bestens dran erinnern, weil ich lag 3-mal im 40er. Einmal bei dem Ding von Zumo und dann bei dieser Körpertäuschung von Fenin. Da hat er das nämlich genauso gemacht. Er hat auch links, rechts angetäuscht und war damit dann am Abwehrspieler vorbei. Aber ich glaube, es war ja gegen Süle dieses 1:1 von Younes sensationell. Es hat ja nicht viel Platz gebraucht. Er brauchte nur 30 Zentimeter nebendran, damit er eine freie Schussbahn hat und haut das Ding einfach mal drauf und geil. Wir hatten da Mulemeister das gesehen. Außer dem Fernseher. Der Mulemeister hat das Schreien vorm Fernseher gesehen. Als das Ding da oben im Knick eingeschlagen ist, ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Dann bin ich aufgesprungen, habe laut geschrien, habe dann gesehen, wie Younes abdreht und in seinem Jubel auf die Trainerbank zuläuft, sich das T-Shirt nimmt und nochmal dieses T-Shirt hochhält, wo ich dachte, geilo, in dem Moment überhaupt daran zu denken. Ja, und dann saß ich wieder auf meinem Stuhl und war emotional leicht bewegt und musste mir glatt das Heulen verkneifen, ehrlich gesagt. Das ist mir leider nicht gelungen. Okay, ja. Es hat nicht viel gefehlt, Frank. Es hat nicht viel gefehlt. Nein, es ist einfach, da siehst du aber, wie klar der Junge ist im Kopf, dass der bei dem Spiel nach so einem Tor dann auch noch automatisch auf die Idee kommt, hey, ich habe ja da was vor. Also die meisten, die schießen dann das Tor, weil dann ist es schön auch noch, dann geht ihnen gerade einer ab und dann, keine Ahnung, feiern die sich 23 Minuten lang und vergessen alles andere außenrum, aber er hat halt echt noch den Kopf, um das zu machen. Da siehst du echt, wie klar der im Kopf ist. Also für mich war das Bild des Tages. Wenn dann des ganzen Spieltages, hätte ich jetzt gesagt. Und das ist für mich halt wirklich mal ein Signal, das ist mal was anderes als so ein komischer, selbstverliebter Milliardär, übrigens, der immer noch keinen Impfstoff geliefert hat, by the way, und der sich da selber irgendwie als Opfer inszeniert. Das sind echte Opfer und das ist echte Anteilnahme und nicht irgendwie so ein anderer verschrobener Vereinspräsident, der mit ihm dann gemein macht.
sich da hinstellt und so tut, als wäre ein beleidigendes Plakat ein Mordanschlag. Das waren echte Mordopfer und das ist das richtige Zeichen. Und so kann man dann das als Zeichen auch nennen. Das andere war eine Witzshow und das ist wenigstens ein richtiges Signal. Klare Ansage an der Stelle. Ja, unterstreiche ich so. Da sind wir wohl alle auf Franks Seite. Das ist tatsächlich so. Und auch das, was Younes dann nach dem Spiel noch gesagt hat, warum er das gemacht hat, zeugt von ziemlich klarem Verstand. Ne? Es ist nicht einfach so, dass er das im Affekt hochgehalten hat, sondern er hat sich wirklich einen Kopf drum gemacht und sagte, es ist einfach wichtig, dass die Leute nicht vergessen. Die müssen wissen, die Familienangehörigen, dass man an sie und an ihre Verlust denkt. Ganz genau so ist es. Und das war nur die Fortsetzung seines mega sympathischen Auftritts in der Eintracht von Main im offiziellen Eintracht-Podcast, wo er ja schon dabei gewesen ist, wo er super cool rübergekommen ist, so ein geiler Typ und unfassbar gut. Und da muss ich echt sagen, klassischer Ehren-Younes. Ist auch ein guter Sendungstitel, finde ich. Was ehrlich auch geil ist, wenn du auf Twitter guckst, der antwortet selber übrigens, ne? Da kommen teilweise Antworten von Younes, wo du denkst, okay, das ist nicht irgendeiner, der seinen Twitter-Account macht, sondern Younes guckt selbst in seinen Twitter-Account rein und antwortet auf diese Sache vom Reich, ne, diesen einen Artikel, den er da geschrieben hat mit dem Meckerrentner. Obergeil. Da habe ich gedacht, jo, passt ganz genau. Und dann kam von Younes ja der Kommentar. Noch nie so gut beschrieben worden. Keiner hat mich bis jetzt so gut in einem Artikel beschrieben, wo ich dachte, ja. Alles klar. Aber, muss ich dann dazu sagen, wo wir gerade dabei sind, Almami Touré hat auch extrem gefeiert, seine Laufleistung tatsächlich, und hat auch sehr viel selbst gepostet, aber ich finde das halt von Younes unfassbar sympathisch. Der Typ kam als Megatransfer letzten Endes zu uns für ein schlappes Geld und ohne Leihgebühr für 2 Jahre und hat hier so einen Pflock eingeschlagen in diesem Verein und in dieser Mannschaft. Da hat sich in kürzester Zeit hier zu einer absoluten Leuchtturm entwickelt und da muss ich sagen, Hut ab, das ist nicht so einfach und der hat jetzt seinen festen Platz bei uns in der Gemeinde. Ja, das kann man auch so stehen lassen und das Witzige ist ja, wir haben ja, wo es geheißen hat, Younes kommt, wo relativ viele gemeint haben, okay, der hat keine Erfahrung, wir haben es damals hier auch schon gesagt, der ist schon saugut. Also bei dem kann man sich mit Sicherheit auf irgendwas einstellen, was uns alle überraschen wird. Und das ist so. Ja, aber lass uns also dann nochmal, ja? Bevor wir sagen, ja, er hat es tatsächlich geschafft, die Mannschaft eine Ebene nach oben zu heben. Und das ja. musst du als einzelner Spieler schon mal schaffen. Klar, du kannst bei dem Spiel echt keinen herausheben. Die waren alle wirklich hervorragend. Das hat super geklappt. Vom vorne zum Mittelfeld bis zur Abwehr, ne? Jein, also Touré der ersten Halbzeit war jetzt nicht immer so stabil auf der rechten Seite. Ja, es braucht doch Überraschungsmomente, aber jetzt, na, Adi Hütter hat die Büffelherde trainiert. Und wenn Adi Hütter sagt, er hat noch nie einen qualitativ so guten Spieler trainiert wie Armin Younes, dann sagt das schon ziemlich viel aus, meines Erachtens. Ja, quasi ein Ritterschlag, intern gesehen. Wobei der Bundesjogi natürlich keine einzige Miene verzogen hat, ne? Der saß da ein bisschen wie so, scheint ja, weil er die Maske richtig trägt. Trägt er die Maske auch über die Nase. Vielleicht war er duschen vorher, keine Ahnung. Weißt du ja nicht. Vielleicht hat er da keinen Stoff zum Kicken, dass er ein bisschen lustig wird. Ja, oder er war noch sediert, weil er sich vorher wieder am Sack gejuckt hat und mal dran gerochen hat, wie er das üblicherweise so macht. Da würde ich vielleicht auch ins Koma fallen. Keine Ahnung, war so lange Homeoffice. Ja, keine Ahnung. Lecker. Aber Armin Younes hätte ja auch noch ein anderes Tor machen können. Das ging ja leider Gottes am Ziel ein bisschen vorbei. Ja, das 1-0 hat er eigentlich auf dem Schlappen gehabt, ne? Ja, das war so ein die Revanche für Augenthaler. Der hätte schön den Neuer mal gefickt, ne? Ja, Alter. Aber leider nicht. Aber es waren ja mehrere, ne? Das allererste war ja, wie er dann ausgerutscht ist im Strafraum, wo Boateng dann doch noch seine Grätsche reingekriegt hat. Aber das zweite war wirklich dieses geile Ding, nur dass es halt leider nicht reingegangen ist. Der Revanche-Distanz-Torschuss. Schade ja. eigentlich.
Das Krasse ist ja eigentlich, dass wir, wenn man sich die erste Halbzeit nochmal anguckt, eigentlich hätten wir in der ersten Halbzeit schon den Sack zumachen können. Wir hätten eigentlich 3 oder 4-0 führen müssen mit den Chancen, die wir hatten. So ist es dann halt doch nochmal spannend geworden. Ja, weil nach dem Tor haben ja die Bayern irgendwie gemeint, so jetzt werden wir auch ein bisschen mitspielen. Und ja, aber dann, vor dem Tor stand. Die kamen ja. Ja, da haben sie dann langsam angefangen. Ist richtig. Kam ja aus der Pause wirklich on fire tatsächlich. Also das war schon sehr extrem. Also dass das Tor irgendwann fallen musste, war klar, was ich aber gut fand. Und ich glaube tatsächlich, was ihr jetzt gesagt habt, hätten wir in der ersten Halbzeit noch das 3 oder das 4-0 sogar gemacht, wären die nach der Pause nicht mehr so angerannt. Ja, klar, die mussten irgendwie die Form wahren. Und da bei 2-0 besteht halt immer irgendwie die Chance als FC Bayern, dass halt so lange gespielt wird, was ich mir schon fast dachte, als nach 2,5 Minuten noch keine Nachspielzeit angezeigt war. Habe ich ja auch getwittert, wird jetzt so lange gespielt, bis der Ausgleich fällt oder was. Tatsächlich glaube ich, dann hätten wir denen wirklich auch den Stecker gezogen, weil die, du hast schon gemerkt, die sind fix und alle. Die sind fix und alle. Und das lag nicht an den 5 Stunden in der Business und First Class bedient werden auf dem Flug zu einem Turnier, was keiner braucht. Die sind ziemlich platt gewesen. Das hast du schon gemerkt. Und trotzdem haben sie es irgendwie hingekriegt, nach der Pause nochmal richtig Gas zu geben. Also das hat mich echt gewundert. Hätte ich nach der ersten Halbzeit nicht erwartet. Ja gut, Flick hat da schon seine richtigen Karten gezogen mit Goretzka, den er da reingebracht hat. Der hat nochmal richtig Dampf gemacht, ne? Also von daher. Ja, hat er auch Chancen. Aber es war ja zu erwarten, dass die Bayern dann kommen. Ne? So einfach so sich 2-0 absägen lassen, das tun sie halt dann auch nicht. Dafür sind sie qualitativ einfach viel zu gut. Und dann hat Sané ja einmal kurz auf der rechten Seite unsere gesamte Abwehr ausgetanzt und hat das Ding dem Lewandowski vorgeschoben. Der musste noch reinschießen und das fiel halt relativ früh, das 2-1. Da habe ich schon gedacht so, oh. Das ist so wie mit dem Gehalt, da ist der Monat zu lang. Das war da genauso so, das Tor ist da und jetzt wird's ganz schwierig. Jetzt kann es sogar passieren, dass du dann noch irgendwie 3-2 verlierst oder so. Aber die Bayern haben irgendwie, keine Ahnung, das gleiche Problem irgendwie wie wir. Wenn da zu viele Schlüsselspieler ausfallen, dann ist einfach aus. Weil einfach der Kader für die Belastung einfach viel zu klein ist. Es spricht, finde ich, aber auch für unsere Moral, weil ganz ehrlich, nach diesem 2-1 hätten wir früher den großen Hühnerhaufen gespielt und diesmal hat es funktioniert und wir haben es wirklich noch weggespielt. Die vergebenen Torchancen hätten sich früher genauso gerecht. Wir sind nicht mehr der blöde Kellner, der gegen Mainz und Köln ein blödes Spiel abliefert, sondern eine souveräne Einstellung. Also diese Eintracht macht mir echt schon fast Angst, ja. Das ist schon echt heftig und ich bin mal sehr gespannt, wie das dann am Wochenende läuft und ob wir unsere Favoritenrolle, die wir jetzt automatisch dadurch bekommen, auch wirklich ausfüllen können. Aber ich hoffe es sehr, zumal Silva wieder dabei sein wird und. Der Kader füllt sich ja auch auf unserer Seite wieder ein bisschen besser auf, weil Hütter sind ja schon etwas die Alternativen dann auch ausgegangen auf der Bank am Wochenende. Naja. Ja, aber da hätte ich dann eine Frage an euch. Und zwar das Thema Jovic wieder jetzt ist ja in Social Media dann gleich wieder raufgegangen mit, naja, und der ist doch nicht so gut und warum trifft er nicht und bla 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 bla. Ja, meiner Meinung nach, er hat nicht getroffen, aber er ist halt angelaufen wie ein Wahnsinniger, hat Spieler an sich gebunden und so weiter und so fort. Man merkt halt, er ist halt noch nicht so weit und ich glaube, da sind viele Leute da draußen, die einfach zu viele Erwartungen damals noch von der Büffelherde verschuldet damit reinnehmen und sagen, der muss spielen, der kommt von Real, der muss das drauf haben. Wie siehst du das, Frank? Ach, ich hätte jetzt einen Mole mal den Raum gelassen, weil ich gerade schon wieder so viel gequatscht habe. Aber dann mache ich mal den ersten halbwegs kurzen Take. Für mich muss er die Tore nicht selber schießen. Alleine die Präsenz, die er auf dem Platz hat, die Gefahr, dass er die Tore schießen kann, wie er es gegen Schalke aus dem Stand weg ja auch gemacht hat, zieht ja automatisch Abwehrpower auf sich. Und das gibt offensichtlich Raum dafür, dass auch ein Kamada und ein Younes sich eben entsprechend entfalten können. Aber, Mule, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich meine, allein dadurch, dass du hinten dran die zwei rotierenden Kamada und Younes, du weißt nie, wer auf welcher Seite auftaucht, wer in welche Lücke reingeht. Und die reißt natürlich dann vorne einen Jovic, beziehungsweise auch einen Silva, wenn er da ist. Und dass er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, das hat man ja gesehen. Er hat gut, hätte Kamada das Ding nicht gemacht, hätte er es gemacht. Also von daher, und er hat sich, das hast du auch gesehen, genauso drüber gefreut, als wenn er es selbst gemacht hätte. Und das ist einfach ein klares Zeichen, dass er sich genauso für die Mannschaft einsetzt, für alles andere. Ich wollte nochmal kurz auf den Punkt, den Bayern fehlen Schlüsselspieler, zurückkommen. Hallo? Uns haben auch zwei Schlüsselspieler gefehlt. Wir haben ohne So und wir haben ohne Silva gespielt und haben es trotzdem auf den Platz gebracht. Und Durm hat auch nicht gespielt. Ja, und Durm hat auch nicht gespielt. Und das ist der Punkt, wo ich dann wirklich sage so, holla, wenn das schon so funktioniert, wir haben drei wichtige Spieler, die uns fehlen und bringen es trotzdem komplett auf den Rasen. Ja, bin ich bei dir. Es sieht aber auch mal, oder da sieht man auch, dass das Gefälle halt bei den Bayern viel extremer ist. Da gibt's Top-Klasse oder sei froh, dass du der zweiten Mannschaft spielen kannst. Das ist bei uns halt nicht so. Da ist halt zwar schon ein Unterschied, aber der ist halt nicht so extrem wie bei den Bayern. Dass du halt mal so einen 17-Jährigen irgendwo reinschmeißt, der könnte bei uns, glaube ich, mehr reißen wie halt eben bei den Bayern, weil halt da das Niveau ein ganz anderes ist. Wobei aber, der das echt gut gemacht hat, das möchte ich nur mal erwähnen. So schlecht war der gar nicht. Wer jetzt genau? Na, der 17-Jährige. Was, dieser Rocker oder wie der heißt, oder was? Ja, gut, der war scheiße. Nee, Musiala also, hieß der andere, aber der hat, glaube ich, gar nicht mitgespielt. Das war ja dann erst später im Champions-League-Spiel, wo der aufgetrumpft hat wie ein Weltmeister. Genau. Ja, aber da hätte er vielleicht. Trotz, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Wir haben es 2-1 gebogen, weil einer der Lieblingsspieler vom Mude getroffen hat. Zum Anschluss und wir haben es gut wegverteidigt und unterm Strich, oder besser gesagt überm Strich, Platz 4, ein Punkt gleich und ein Tor weniger in der Differenz wie Wolfsburg. Ja, beschissen haben sie uns ja auch noch. Ne? Beschissen ja. Haben sie uns ja auch noch. Schwierig. Komm. Nee, gar nicht schwierig. Also du hast es auch sogar nochmal in der Zeitlupe gesehen. Was ist denn da dran schwierig? Nein. Der haut hinten gegen das Bein, er stolpert und dann tritt er ihm nochmal komplett in die Hacke. Das war ein klarer Elfer. Prinzipiell ist es ein Elfer, wenn das irgendwie tragend geworden wäre, also wir hätten jetzt 2-2 oder sowas gespielt, dann hätte ich mich, glaube ich, mehr aufgeregt wie da. Natürlich verstehe ich nicht, warum. Da war, hat sich das ja angeschaut. Und wenn er das in der 48. Zeitlupe erst sieht, mein Gott, sonst dauert es auch 5 Minuten. Ja, soll er sich anschauen und bewerten und sagen, du, Digga, schau noch mal, da ist irgendwas nicht so ganz okay. Aber die haben halt irgendwas gemeint mit, anscheinend war es erst in der 6. Zeitlupe oder sowas zu sehen. Ja, dann schau dir das an, du hast doch das Material von 24 Kameras. Wo ist das Problem? Also, Elfer war's, aber das ist halt schon cool, dass dich das irgendwie dann doch nicht so oder mich zumindest nicht so triggert, als wenn das jetzt irgendwie 2-2 ausgegangen wäre. So denke ich mir, ja. Hat mich mega geärgert, alleine wegen der Tordifferenz. Wir wären nämlich vor Wolfsburg Dritter gewesen, wenn es den Elfmeter gegeben hätte und jemand hätte den verwandelt. Insofern ärgert er mich schon. Und ich sag mal, Colinas Erben, die ja durchaus auch Dinge etwas differenzierter und kritischer sehen und die ja irgendwie heilsbringend bei jeder halbwegs strittigen Situation angetwittert werden, wo ich echt sagen muss, Hut ab an die zwei, dass die überhaupt in dieser Ruhe das alles abmoderieren. Ich muss sagen, die haben sich da relativ klar positioniert. Also vom Regelwerk wäre es, glaube ich, sogar wegen Torraub glatt rot gewesen. Das noch dazu? Natürlich wäre es eine Vorentscheidung gewesen und wie der Frank schon richtig sagt, das eine Tor mit der Differenz hilft dir natürlich weiter, wenn du das natürlich 3-1 oder dann vielleicht sogar 4-1 über die Bühne gerockt hättest. Elfmeter, klar, aber ja, ich habe mich halt echt nicht so wirklich drüber aufgeregt, aber halt auch erst nach dem Spiel. Ja, eben. Aber vorher hat es mich ungefähr 10 Jahre meines Lebens gekostet.
Ne? Weil ich dauernd damit gerechnet habe, dass die Bayern halt doch noch ein Tor machen. Ach so, du bist in Wirklichkeit 22, verstehe. Penner. Naja, also es hätte schon Ruhe reingebracht, weil dann wäre das Ding halt klar gewesen. Bei 3-1 war glasklar, dass die Bayern da nicht mehr rankommen und dann hätten die wahrscheinlich auch einen Gang zurückgeschaltet. Aber gut, so ist es. Wir haben es mit eher und sogar noch gegen den Elfmeter, der nicht gegeben worden ist, gewonnen. Und ich muss sagen, auf eine durchaus beeindruckende Art und Weise, wenn du überlegst, wie die zwei Spiele in München ausgegangen sind, die letzten beiden. Also Hut ab, die letzten beiden Heimspiele jetzt gewonnen gegen München. Das ist eine Saison, die werden wir uns alle noch einrahmen, glaube ich. Und das absolut zu Recht. Die tut so unfassbar gut bei dieser Dörte-Scheiße, die gerade abgeht. also definitiv, Dörte. Die Eintracht ist der große Lichtblick in meinem Leben momentan. Ja, das geht wahrscheinlich uns allen einigermaßen so. Du freust dich tatsächlich wieder auf jedes Spiel und ey Leute, ich freue mich unbändig auf Freitag und ich sag euch, wir gewinnen das Ding. Ja, aber bevor wir jetzt zum Freitag kommen, hat der Chat, in dem Fall der Main Gude, eine Frage. Der würde gerne wissen, was wir zur Leistung von Aachen sagen, der ja sein Comeback hatte. Mit dem hätte ich jetzt weniger gerechnet, dass er reinkommt, aber... Ich fand's ordentlich, war flott unterwegs, hat jetzt natürlich, kannst du nicht so Akzente setzen nach der langen Pause, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er über den Platz gestolpert, als wüsste er nicht, wo der Ball liegt. Kann man drauf aufbauen, Mule, oder? Ich finde, der hat das sehr, sehr ordentlich gemacht und vor allem hat der uns eins in dem Moment gebracht, was wir die ganze Zeit ja nicht hatten, und zwar den Speed da vorne rein. Der Kerl hat echt Geschwindigkeit im Gegensatz zu der restlichen Mannschaft und du hast es halt gesehen, wenn das dann wirklich so weit ist, dann kannst du auch einfach mal sagen, hau das Ding nach vorne und Ache rennt. Hätte Davies ihn nicht von hinten da die Chance genommen, hätte der das 3-1 geschossen in dem Moment. Und bringt aber auch eine gewisse Körperlichkeit mit. Absolut. Bitte? Vor allem, du musst dir mal überlegen, wenn er nach so einer langen Verletzungspause reinkommt und macht die Bude, das ist schon wieder so ein Highlight wie ein Jovic, der im ersten Spiel gegen Schalke 2 Tore macht. Diese Saison schreibt halt lauter solche Geschichten. Und das ist aber eine Kante, ey. Der bringt vorne eine Körperlichkeit rein, mein lieber Freund. Und nochmal, der Younes, so klein wie er ist, das ist auch ein Koffer. Der ist ja quadratisch praktisch gut. Der hat ja dickere Waden als ich Oberarme. Das habe ich, glaube ich, am Sonntag im Aftertake schon gesagt. Unfassbar. Also ich glaube, auch am Ache werden wir noch Spaß haben. Definitiv. Ja, weil er genau etwas reinbringt, was wir vorne ansonsten nicht haben. Und dann ist das eine weitere Option, die wir haben, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt vorne irgendwie auf Geschwindigkeit. Wenn wir wirklich nur sagen, okay, jetzt spielen wir auf Konter oder so, ist er, glaube ich, der ideale Mann da vorne drin. Ja, aber du kannst ihn auch als Wandspieler benutzen. Also der ist ja auch technisch stark. Das ist ja nicht so, dass der den so à la Bastos Ball kommt und gleich wegtropfen lassen, sondern der kann ja damit auch noch was machen. Also der ist technisch ja auch nicht so unbeschlagen. Ist eher wie Aller, hätte ich jetzt gesagt. Der kann körperlich Richtig. Den Ball festmachen, er hat eine physische Präsenz und ist aber auch in der Lage, den Ball anzunehmen und den anderen die 2 bis 3 Sekunden zu geben. Mehr ist es ja teilweise gar nicht. In der schnellen Vorwärtsbewegung vielleicht gegen den Gegner beim Konter zu warten und dann aber auch den Pass auf den Spieler zu spielen. Das war halt das Problem bei Dost. Der konnte die Bälle immer nur mit One-Touch irgendwo hin verteilen. Der hat es einfach nicht geschafft, die Bälle dann festzumachen. Und das ist was, wo ich mir von Ache deutlich mehr verspreche. Ja, das wird er mit Sicherheit auch besser hinkriegen, weil, wie gesagt, Dost ist halt technisch ungefähr genauso gut wie wir. Also eher wenig. Und ja, plus da stimmt, glaube ich, das ganze Gesamtpaket. Und wenn der jetzt wieder von der Verletzung komplett genesen ist und sich wieder richtig reingespielt hat, dann vielleicht nicht mehr in der Saison, aber nächste Saison, glaube ich, werden wir Spaß haben an ihm. Glaube ich zumindest. Einverstanden. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Dann sehe ich, hat der Frank bei uns hier was reingeschrieben mit dem Kasten Bier. Ja, ich muss ein hohes Lied auf Hinti singen und hatte einen unheimlichen Flashback in dem Moment, weil der Hinti hatte sich ja nach dem Spiel gegen Köln so ein bisschen beschwert, dass er gesagt hat, boah,
Ja, da sitzen wir dann alle in der Kabine und da packen sie dann ihre Handys aus und schreiben alle. Am Ende des Tages hat er natürlich wahrscheinlich recht, das ist wie im Leben. Wir hocken auch zu dritt abends auf der Couch und gucken irgendwas oder hören irgendwas, was im Fernsehen läuft, und Twitter nebenbei. Und hat dann gesagt, ja, irgendwie ist es verloren gegangen. Früher hätten wir einen Kasten Bier in die Mitte gestellt und dann hätten wir gefeiert und hätten zusammen im Pool gesessen und hätten das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Und er hat es direkt wahrgemacht, weil man sah ihn nach dem Bayern-Spiel durch die Eintracht-Katakomben schleichen mit einem Kasten Krombacher in der Hand. Und er hat es dann auch direkt umgesetzt, was er sich gewünscht hat. Und dann hatte ich einen totalen Flashback und viele Grüße an den Puffy, der irgendwo auf der Autobahn rumdümpelt und uns zuhört. Das hat mich erinnert an unser Treffen in der Eissporthalle letztes Jahr, als der Hinti bei euch zum Training da gewesen ist und wo der Mule und ich auch Gast sein durften und dabei sein durften, wo am Ende des Tages in der Kabine bei euch alten Stinkmorcheln dann auch der Kastenbier in der Mitte gestanden hat. Der Hinti saß mit euch drumrum und hat Geschichten erzählt und Autogramme gegeben und sowas. Hatte ich einen totalen Flashback, das war ein echter Herzwärmer. Mule, ja, da erinnerst du dich ja auch noch, oder? Dazu ja, habe ich dann nachher... Den Geruch kriege ich heute noch eigentlich aus der Nase. Der Schwitzanzug, dann genau. Dann nimm den Schwitzanzug und wasch ihn einfach mal. Huh? Was ist denn los? Aber ja, zu dem klar. Ding habe ich nachher dann eher auch eine Empfehlung zu dem Thema Bierkiste und lieber Bier trinken statt Social Media. Ja. Spoiler. Ja. Wie gesagt, Mule. In der Hinsicht echt eine coole Socke, weil er einfach das dann umsetzt, ja. Weil er auch, was er auch sagt. Und du merkst halt einfach, dass er auch für das gesamte Gefüge wichtig ist. Nicht nur für die Abwehr, die er extrem geil zusammenhält, sondern eigentlich auch für die gesamte Mannschaft. Aber ich habe noch mal eine Frage an euch, ne? Dicker hat sich ja jetzt im Spiel relativ, es sah für mich so aus, bewusst die fünfte Gelbe abgeholt. Kann das sein? Also für mich ist es so, als war das so ein bisschen absichtlich, um dem aus dem Weg zu gehen, dass man vielleicht gleichzeitig Hasebe und Indika verliert. Sagt mal, komm Indika, mach du jetzt mal deine Gelbe, dann kannst du gegen Bremen aussetzen, dann machen wir Hasebe nach hinten und im nächsten Spiel kann sich dann Hasebe die irgendwann mal abholen, da laufen wir nicht Gefahr, dass wir euch beide ersetzen müssen. Na, also offiziell für diese passiert Taktik, das nie. Natürlich nicht, aber hast du dieses gesehen? Der läuft und bumm, gibt dem Stumper so, zack, gelb. Ja, danke, ist okay. Ja, natürlich hast du das im Hinterkopf, weil du einfach wusstest, dass drei Leute gelb gefährdet sind. Aber dafür kam es ein bisschen zu früh. Ich glaube, das war ja schon so in der 60., 65. Minute, wo ich dann so gedacht habe, boah, also wenn das jetzt echt Berechnung war, dann ist es echt früh, weil Chancen hatte er ja auch danach bestimmt noch reichlich, um sich diese gelbe Karte abzuholen. Ja, wenn du nur auf Zeit spielst am Ende, ist doch wurscht. Aber. Ja, weil die Gefahr war halt schon relativ groß, dass irgendeiner von den anderen sie auch noch kassiert. Und von daher, also wenn das Berechnung war, dann war das echt gezockt. Aber was denkst du dazu, Mule? Na, ich glaube, er hat seine Meinung schon gesagt damit, ne? Ich bin gerade am Checken, wann er die kassiert hat. Warte mal gerade, ich muss hier gerade mal gucken. Aber Jörg, wie siehst du es denn in der Zwischenzeit? Entschuldigung, gelbe Karte Indika. 90 plus 1, mein Freund. Nee. Nein. Oh, steht auf aber hier. Nein, so lange hat vielleicht das Spiel gedauert. Gelbe Karte in der 56. Minute. Hör doch mal zu. Was? Bei Kicker-Spielstatistik, gelbe Karte in der 56. Minute, Rode. Mhm. Gelbe Karte, Indika, 90 plus 1. Hm. Habe ich irgendwie komplett anders abgespeichert. War ziemlich am Ende und deswegen sage ich es, war für mich, ist ja auch nicht doof, ich hätte es auch nicht anders gemacht. Du hättest gar nicht bis zur 90 plus 1 überlebt. Natürlich nicht. Ich wäre nach 10 Minuten tot gewesen. Ist schon klar. Aber ich hätte ja auch nicht mitgespielt. Nein, aber wenn man sich das jetzt so ganz realistisch anschaut, ohne jetzt da irgendwelchen Vorsatz oder sowas zu unterstellen, wie willst du es denn sonst anders machen? Jetzt stell dir vor, so Hasebe und ein Dicker hätten sich die Gelbe abgeholt vorm Bayern-Spiel. Na, gute Nacht. Ja, ich finde es vollkommen legitim. Dann ist doch okay. Probleme. Also, wie gesagt, ist doch vollkommen okay, dass er sich jetzt die Gelbe abgeholt hat, sitzt er gegen Bremen draußen. Gegen Bremen ist vielleicht die Abwehr nicht
ganz so wichtig, weil ich gehe mal davon aus, dass Bremen sowieso den Bus vors Tor fahren wird. Dann passt das, weißt du. Du kannst ihn relativ leicht ersetzen, indem du einfach Hasebe nach hinten in die Abwehr ziehst und vorne den Rode mit dem So auf die Sechs stellst. Wenn du es so machen willst. Es gibt da noch diverse andere Möglichkeiten, wie du aufstellen kannst, aber das wäre dann relativ, weiß nicht. Ja, was das Erste, was war, weil positiv gleich mal rausnehmen kann, Silva und Durm sind wieder im Training seit gestern, beziehungsweise seit Freitag individuell. Und da stehen die Chancen anscheinend nicht so schlecht, dass die beiden am Freitag gegen Bremen eingesetzt werden können. Aber wir haben ja immer dieses Problem, wenn wir gegen die Bayern gewonnen haben, dann... Vergiss es. Das läuft diesmal nicht so. Bist du dir sicher? Kann ich dir hundertprozentig versprechen. Ich sag dir, diese Mannschaft ist dermaßen gefestigt gegen Bremen. Und die waren so scheiße. Hast du die gegen Hoffenheim gesehen? Die sind echt kacke. Ja, hast doch nichts verpasst. Lass die mal ein Deut besser spielen als gegen Hoffenheim, aber viel besser können die auch gar nicht. Die sind einfach nicht gut. Und ich meine, Kohfeldt ist ein super Trainer, der wird die super einstellen. Also das ist ein Riesending, ne? Also das wird wunderbar funktionieren. Und wenn der in Gladbach ist, wird der auch Gladbach wieder auf die Spur bringen. Aber am Freitag werden sie keine Chance haben. Also ich hoffe, du hast recht. Übrigens, ich muss Abbitte leisten. Es war tatsächlich die 91. Minute, also interessant. Dann habe ich das mit der gelben von Rode verwechselt. Da bin ich ja dann auch ehrlich. Das Ding ist, ja, wir kommen natürlich mit riesig dicken Eiern dahin. Bremen hat aber viel zu verlieren, also ist gerne auch mal ein unangenehmer Gegner. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem bei Mule in der Quintessenz. Übrigens, diese Frage wurde auch im Hütter gestellt, heute in der Pressekonferenz. Darauf hat er giftigst reagiert, giftigst. Weil die Frage auch gekommen ist, das letzte Mal haben wir gegen die Bayern 5-1 gespielt, danach ging den Rest der Hinrunde nichts mehr zusammen. Ob er denn wieder so eine Serie erwarte, seine trockene Antwort war, ich weiß überhaupt nicht, was ich auf diese Aussage jetzt antworten soll. Also da hast du richtig gemerkt, dass er pisst ist. Das fand er nicht geil. Und am Ende, ich glaub's halt einfach auch nicht. Wir durchbrechen so viele Dinge, die wir in der Vergangenheit immer gehabt haben. Wie gesagt, Mainz, Köln, sonst riesengrottige Spiele, diesmal sauber wieder gegen die Bayern gewonnen und eben nicht mit so einem 5-1 Ding, wo alle gedacht haben, oh hey, jetzt guck mal hier, sondern mit einem erkämpften, guten Sieg. Und ich behaupte immer noch, und da mag mich jeder schlagen, steinigen, irgendwas, das Spiel letztes Jahr hat die Mannschaft auch gegen Kovac gespielt. Ja, naja, anderes sicher. Thema. Anderes Thema. Wollen aber viele nicht hören, Jörg. Es tut mir leid, aber ich sehe es immer noch so. Und das war aber ein ganz klar verdienter, erarbeiteter Sieg. Und deswegen glaube ich, mit einem Silva wieder vorne, vielleicht mal mit einer Doppelspitze und mit einem Durm, der wieder zur Verfügung steht, bringen wir wieder die A-Mannschaft aufs Feld am Wochenende, am Freitag besser gesagt. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir das gegen Bremen gewinnen. Auf jeden Fall. Das, was im letzten Jahr passiert ist, wird sich nicht wiederholen. Ja, ich denke auch, unsere Crunch-Time wird im April kommen, wenn dann wirklich die Spiele kommen, so also Gladbach und was alles da kommt. Da haben wir, glaube ich, 4-5 Spiele hintereinander, wo es richtig heftig wird. Wenn wir da einigermaßen knifflig durchkommen, dann glaube ich... Ja, aber für die auch. Ne? Also ja. Man muss halt mal sehen, natürlich. Dann nimmt der internationale Wettbewerb ja auch richtig Fahrt auf. Und wenn die dann noch da dabei sind, dann ist das genau unsere Chance zu sagen, hey, in diese Lücke schlüpfen wir rein. Ja, da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wollt ihr irgendwas über die Aufstellung noch reden oder wollen wir gleich tippen? Naja, also ich meine, du kannst es ja eigentlich wirklich so machen, dass du sagst, okay, Hasebe in die Abwehr, ne, Hinti auf links, tut da auf rechts und ersetzt einfach nur den fehlenden Hasebe durch Rode auf der 6, so spielt ja eh wieder und machst es wie sonst immer, eine Spitze, zwei Zehner.
Du kannst natürlich dann auch ganz hart bringen. Ne? Du kannst sagen, okay, Bremen wird den Bus vors Tor stellen. Wir könnten es natürlich jetzt mal in der kompletten Offensive suchen, unser Heil, und spielst mit zwei Spitzen, zwei Zehnern und nur einem Sechser. Kannst du machen. Kann auch in die Hose gehen. Ja. Also, ja, kann man bitte beides nehmen. Also ich persönlich würde ja mal, vor allem gegen Bremen kann man sich das ja mal anschauen, vielleicht mal mit zwei Spitzen einfach spielen. Man muss ja nicht Jovic reinbringen, sondern kannst ja mit Ache zum Beispiel mal probieren. Ache eine Halbzeit spielen lassen, Jovic eine Halbzeit spielen lassen. Und wenn es nicht geht, kannst du noch immer zurückgehen. Also wenn du mit zwei Spitzen spielst, dann musst du, glaube ich, Silva und Jovic bringen. Da brauchst du jetzt erstmal noch nicht mit Ache kommen. Ache kannst du irgendwie im Nachhinein noch einwechseln, irgendwie in der 80. oder sowas. Aber wenn du zwei Spitzen bringst, dann bitte Silva und Jovic. Jo, können wir beides machen. Ja. Der kommt dann in der, weiß ich nicht, 70. Minute und macht dann das 5-0 oder so. Der Main im Chat schreibt gerade, überrascht uns alle und bringt Willems hinten links. Wobei ich das, den ehrlich ich glaube, gesagt schon so mal auf die leichte Schulter nimmt das nicht. Also ich würde ihn schon gern mal wieder sehen, aber ja, wie du richtig sagst, so easy cheesy wird's dann doch nicht. Also bei 4-0 in der 80. vielleicht. Bringt dann doch mal rein, dass er mal wieder auf dem Platz steht. Aber nicht in der Startelf. No mit der Marktwert ein bisschen hochgedrückt wird. Aber Hütter steht ja für Überraschungen, oder? Hin und wieder. Ja, also ich bin tatsächlich echt gespannt auf die Aufstellung. Macht das wirklich konservativ? Tauscht nur Rode gegen Hasebe auf der 6 oder wird er uns alle überraschen? Also ich bin da mal gespannt. Was sind denn die Tipps von euch? Der Mula hat ja schon was reingeschrieben bei uns. 0-3 für die Eintracht, sag ich. Oi. Das hat der Mula auch schon reingeschrieben. Hat der Mula auch schon reingeschrieben. Und wer von euch Pennern hat da in Klammer was da hinter meinem Tipp geschrieben? Benny Fuchs habe ich reingeschrieben. Mr. 3-1. Sorry. Ich war das. Ja, danke. Bist sehr, sehr nett zu mir. Ja, du spielst doch auch Fußball, oder? Nein, ich spiele keinen du Fußball. Kennst ich doch habe auch mal ein bisschen damit aus. Genau, du kennst dich doch auch ein bisschen aus. Rennt da mit so einem verwichsten T-Shirt über die Wiese mit Metalltoren 3x3 Meter. Ey, das ist wirklich die schlechteste Werbung, die ich je gesehen habe. Meine Fresse, ey. Ja, ich zähne drauf, dass der nicht mal so heißt. Ach nee, echt? Willst du mir jetzt etwa erklären, der heißt nicht Benjamin Fuchs? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er heißt Karl Fuchs. Oh, sieht aber nicht wie ein Karl aus, eher wie ein Kevin. Na, dann ist er halt der Kevin Fuchs. Ja, da wie ein Kevin eher. Kevin Fox. Ja, aber ich meine, sogar die 11 Freunde sind genervt von dieser Werbung, ne? Also das ist so unglaublich. Und die läuft echt vor jedem fucking Spiel. Siehst du, Benny Fuchs, Mr. 3-2-1. Von ja, Bet and Win, glaube ich, oder sowas, ne? Keine Ahnung, aber er hat anscheinend Ahnung. Ja, er spielt das ja auch ist, selbst. Das ist das Geile, dass du jetzt sagst, von bla 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 oder so. Ich weiß es nicht mal. Ich auch nicht. Für eine Bumsbude der Werbung macht, weil ich merke mir das nicht. Na, Bumsbude, das wären dann diese Deckenpaneele von, man weiß es nicht genau, das ist genauso eine Werbung gewesen. Ja. Ja, es gab irgendwann mal eine Werbung, da hast du zwei gesehen, die im Bett rumgehampelt haben und dann haben sie Werbung gemacht für irgendwelche Deckenpaneele und keine Sau hat sich die Deckenpaneele gemerkt. Das war eine österreichische Werbung, die kennen wir in Deutschland nicht. Nein, war sie nicht. Nee. Der Michael Mittermeier hat in einem seiner ersten Bühnenprogramme genau diese Werbung aufs Korn genommen, hat auch gesagt, ne, sie machen da so rum, so. Du? Wo schaust denn du hin?
Ja, wir hätten doch diese Deckenpaneele kaufen sollen von der Firma Schnitt und keiner hat sich's gemerkt. Und jeder denkt nur, ich will die zwei Effer wiedersehen. Grüße an Michael Mittermeier, der uns nie im Leben hören wird. Ach, sowas aber auch, yo mei. Gut, dann habe ich trotzdem den Tipp 1-3, das geht sich immer aus. Das ja, trifft jetzt, immer. Für den Puffy trägst du jetzt noch 2-1 ein. Ja, der hatte ja recht letzte Woche, als einziger. Ja, ja. So, ja, da ist auch ein Tippspiel gut dabei. Ich vergesse das irgendwie permanent. Ne? Also vollkommen egal, wo und welches, ich vergesse da jedes Mal etwas. Du liegst bereits so weit hinten, du brauchst ja nicht mehr tippen, weil du holst es eh nie wieder auf. Ja, mach mir eine Hoffnung. Da ist was dran. Das Schlimme ist, ich werde nicht mal mehr Letzter. Ich glaube, ich muss mit der Radlmam mal reden. Die du kannst nicht Letzter werden, eine Woche tippen. Die Radlmam hat eine Woche getippt. Du bist jetzt 129 Punkte vor ihr, aber du bist auch schlappe 69 Punkte hinter dem Nächsten vor dir, nämlich Benny Heinrich. Ja, das ist ja so schockierend. Und der Benny fährt auch so ein bisschen. Ich habe jetzt mich mittlerweile im Mittelfeld doch stabil etabliert, muss ich sagen. Nach einer wirklich schwächlichen Anfangstipperei bin ich jetzt doch einigermaßen mit Platz 7 im Mittelfeld gut angekommen. Und Puffy ist auf einem guten zweiten Platz hinter der Sabienne, also Hut ab. Ja, ist halt ein Streberschwein, was will man machen? Naja, gut, der schafft ja nichts. Der ahnungslose Tipp, ne, da... 3-1, es geht schon. Guck dir doch die Spiele an, du kannst doch eh nichts tippen, weil da kommen so Ergebnisse zustande, mit denen du niemals rechnest. Da gewinnt Mainz. Ja. Der Puffy Fuchs vom Adler-Podcast, das ist halt so. Ja, wir haben ja eben kurz... Eigentlich auch ein schöner Sendungstitel, ne? Puffy Fuchs. Okay. Mr. 2 zu 1. Puffy Fuchs, Mr. 2 zu 1, ja. Ah, der hat ja ein bisschen Ahnung. Er spielt ja selbst Fußball, ne? Ach so, ja. Im Garten. Ja, und immer. Eislaufen tut er auch. Also im Garten. Im Teich. So, ja. Wir haben ja eben kurz gequatscht mit, wo könnte es vielleicht hingehen und so weiter. Also da, beziehungsweise der Puffy, sage ich schon. Gott. Der Mule hat ja dieses Fass mit guter Laune aufgemacht. Das Fassgrößen waren, dass so das groß ist wie ein Zweifamilienhaus, mein Freund. Jawohl, mindestens. Was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt sagen, formstärkste Teams der letzten 10 Spieler aus den Top 5 liegen, auf welchem Platz die Eintracht liegt? Das kann ich dir sogar sehr genau sagen. 3 oder 4 hätte ich gesagt. Auf dem zweiten Platz hinter Man City. Ach, stimmt, hinter Man City. Ne? Die haben, glaube ich, perfekte 10 Spiele gemacht. Die führen auch heute übrigens schon wieder 1-0. Und wir haben halt zwei Unentschieden oder ein Unentschieden reingebastelt. Ja. Ah, krass, oder? Das ist schon heftig. Also vor Barcelona und Sevilla und wie sie alle heißen. Das liest sich schon sehr geschmeidig. Und ich habe das Ganze dann auch nochmal, das muss ich jetzt nur warten, dass sich das aktualisiert. Für die weltweit alle ersten und dritten Ligen gemacht und da sind wir auch gar nicht so schlecht. Muss ich das nur irgendwie in diesem Leben noch aktualisieren? Aber da können wir ja weitermachen in der Zwischenzeit. Nein, es ist da. Auf Platz 1 ist Fredrikstad aus Norwegen, also Weltverein. Ich finde ja unseren Sendungsfluss heute ist einwandfrei. Ja, ist einwandfrei. Ja, warte, muss ich nur noch laden. Ja, komm, dann machen wir zwischendurch was anderes. Nee, jetzt Nein. ist es doch da. Jetzt das ist es doch klingt da. Wie ein Spiel von der Eintracht. Und Konter, jetzt ist es doch da, jawohl! Jawohl, und dort, wenn wir das jetzt weltweit nehmen, Platz 1, Liga 1 bis Liga 3, Platz 23. Hä? Alle Ligen, also erste bis dritte Liga weltweit, die letzten 10 Spiele ist die Eintracht auf Platz 23. Also du gehst bis in die dritte Liga zurück, okay? Genau. Das ist schon eine Ansage aktuell. Und die nächsten Mannschaft sind dann
relativ weit hinten. Ja, also man, die Formkurve, die geht seit dem Sieg gegen Augsburg so steil nach oben, dass es manchmal schon nicht mehr im Kopf zu erfassen ist. Also zumindest nicht für mich. Es ist für mich relativ unbegreiflich, dass wir so einen Sprung nach vorne gemacht haben auf einmal. Und ich warte halt jedes Mal, dass es jetzt halt dann doch irgendwann mal auch wieder ein bisschen vorbei ist. Aber ich glaube noch nicht gegen Bremen. Ja, wichtig ist halt nur, dass wenn's, und es wird mal demnächst wieder irgendwie was nicht funktionieren, wichtig ist nur, dass das dann kein Dauerzustand ist, so wie mit dieser Unentschieden-Serie, sondern dass das halt kurz und schmerzlos ist und dann wieder bergauf geht. Also das glaube ich auch nicht, und vor allem sind wir ja auch nicht die Einzigen. Die anderen da vorne, die haben ja auch immer mal was drinnen, ne? Also es ist ja nicht so, dass die perfekt spielen, bis auf die scheiß Wolfsburger, die mir so auf den Sack gehen. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Da muss doch auch mal irgendwie Unruhe reingebracht werden in den Laden. Das kann doch nicht sein. Naja, wenn du dir jetzt so die nächsten Spiele anschaust von den Mannschaften, also da haben auch wir einiges an schweren Spielen zu leisten, vor allen Dingen die meisten auswärts. Ich meine, das macht jetzt nicht so den Faktor, aber du hast halt doch andere Abläufe auswärts. Also ja, du hast zum Beispiel am 25. Spieltag hast du dann Leipzig, am 31. hast Bayer 04 Leverkusen, Dortmund am 27., Gladbach am 29., Mainz, das dürfen wir auch nie vergessen, am 32., also relativ weit hinten. Das ist alles, was wir mal auswärts haben. Ja, aber wobei Mainz uns natürlich am letzten Mainz Spieltag Mainz ist doch zu Hause. Mainz muss zu Hause sein, weil ja, wir haben ja seit 34 Jahren in Mainz nicht gewonnen, ne? Also das muss ein Heimspiel sein gegen Mainz. Richtig, richtig, falsche Zeile. Richtig? Mainz kann uns am letzten Spieltag dann noch in die Europa League, Champions League, wie auch immer, schießen, weil die spielen, glaube ich, am letzten Spieltag gegen Dortmund. Oder gegen Gladbach, ich weiß es nicht. Gegen einen von beiden. Die könnten dann wieder das Züngelchen an der Waage für uns werden. Das sind sie ja so gerne. Haben sie ja letztes Jahr auch schon geschafft. Ja, aber es wird, wie gesagt, auch für unsere Männer nicht wirklich einfach. Ja, gut. Vor allem, dann haben wir Wolfsburg, haben wir dann auch noch. Ja, aber da haben wir, also ich meine, Wolfsburg, da haben wir noch was gut zu machen. Ne? Dieses fucking 2-1, das war echt ein scheiß Kackspiel, das wir nicht hätten verlieren dürfen. Das wäre die in der Hinrunde. Also von daher warten wir da mal ab. Gegen Leipzig haben wir auch nie schlecht ausgesehen. Also da würde ich auch nicht sagen, dass das eine sichere Niederlage ist. Da haben wir auch unsere Chancen. Ist aber auch, glaube ich, auch schon geschlagen. Wir haben auch schon Dortmund geschlagen. Also man muss abwarten. Also ich bin da echt mal gespannt. Ja, es ist aber auch, glaube ich, wichtig, wie jetzt die internationalen Bewerbe weitergehen oder nicht weitergehen, weil wenn du dir so diesen Spielkalender jetzt von dieser Woche bis zum 29.05. anschaust, ja, da können wir nur froh sein, dass wir nicht international spielen. Also da wird der wirklich, wirklich schlecht. Es gibt jetzt dann noch eine Länderspielpause dazwischen. Und da haben wir halt auch den Vorteil, dass wir das Spiel nach der Pause direkt gegen Dortmund haben, wo relativ viele dann aus Länderspielen zurückkommen. Ja, das ist halt auch genau der Faktor, was für Wolfsburg und uns spricht da vorne drin. Wir sind die einzigen zwei, die nicht international spielen, die diese Belastung nicht haben, und das kann sich natürlich letztendlich dann auch entsprechend auswirken. Ich hoffe halt einfach nur, dass Wolfsburg auch nochmal so einen kleinen Knick kriegt. Hat auch Hütter ja tatsächlich schon gesagt, dass er gemeint hat, wir können uns halt wirklich von Spieltag zu Spieltag drauf konzentrieren, unser Ding zu machen und gut zu trainieren und uns da weiterzuentwickeln. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und es gab ja auch nicht wenige Eintracht-Fans, die gesagt haben, lass uns ruhig mal ein Jahr Europapause machen nach diesen zwei Euphoriejahren und da was aufbauen, um dann richtig Gas zu geben. Und wenn es gut läuft, erleben wir genau das. Und das ist eine geile Zeit. Verflucht. Ja, du kriegst aber, wenn du dir das halt anschaust, trotzdem auch so ein bisschen positive Angst, dass vielleicht, ich will ja gar nicht drüber reden, ja, aber dass es dann doch noch weiter nach oben gehen könnte. Ja, weil es sind ja nicht mal viele Punkte.
Jetzt übertreib nicht. Komm, also mir reicht's, wenn wir die Champions League erreichen. Sind wir mal ganz ehrlich, wir wären auch alle hochzufrieden, wenn wir Fünfter oder Sechster sind, ja? Ja, natürlich. Aber natürlich willst du alles mitnehmen, was geht. Klar. Ja, ob wir jemals wieder so die Chance kriegen mit der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, das ist natürlich dann die Frage. Klar sind wir alle froh, wenn wir auch Europa League spielen. Ich meine, da wird auch ein Feste gefeiert und es wird was abgerissen. Für uns ist auch die Europa League was Besonderes. Aber jetzt, die Möglichkeit ist natürlich da durch diese Konstellation, dass die da vorne alle noch ein bisschen europäisch spielen, dass das der gesamte Terminkalender voll gedrückt ist mit europäischen Spielen. Die haben nur noch englische Wochen und wir eben nicht. Und da ist natürlich die Möglichkeit da, vielleicht doch was in der Richtung noch nach vorne zu reißen. Ja, ich sag immer noch, wenn ich wirklich das erste Mal im Stadion bin und die Champions League Hymne läuft, garantiere ich für nichts. Gar nichts. Dreh ich komplett hohl. Ja, sowas ähnliches habe ich auch schon angekündigt. Mit wenn das funktioniert, brauche ich irgendwann frei. Zumal heute die Aussage gekommen ist, dass man bei der Eintracht schon die Wahrscheinlichkeit höher einschätzt, dass, und ich glaube, es war unser Scheidender, Bruno Hübner, der gesagt hat, dass Jovic zum Saisonende bleibt, hält er eher für unwahrscheinlich, weil sollte er wirklich seine Leistung nochmal bestätigen oder noch jetzt sich rankämpfen, dann stehen da so viele Vereine auf der Matte, die echt richtig Kohle dafür zahlen. Bei Silva sieht er schon eine Chance, wenn wir ins internationale Geschäft kommen, explizit wenn wir in die Champions League kommen, dass das für ihn der Triggerpunkt ist. Und das haben wir hier in der Sendung auch schon diskutiert im Podcast, dass er dann auch natürlich 1 Million Gründe hat, in Frankfurt zu bleiben und sich diese Chance zunutze zu machen. Und ja, ich glaube, das trifft's genau. Zumal er ja dann auch genau auf der Bühne ist, wo die Vereine spielen, wo er ja quasi hin möchte, im Endeffekt. Kannst du dich ja aktiv ins Schaufenster stellen. Der Marktwert geht natürlich auch noch immer weiter rauf. Der ist jetzt, glaube ich, bei 37 Millionen mittlerweile. Das reicht nicht. Das ist doch viel zu wenig. Der Marktwert. Das heißt ja nicht das, was die zahlen wollen. Also wenn der so weitermacht, ist er Ende der Saison bei 50 Mio. Ja, und wenn er vielleicht in der Champions League seine, merkt ihr das schon, wir sagen gar nicht mehr, wenn er international oder wenn er in der Euro League spielt. Der spielt mit uns Champions League, kein Thema. Wenn er dann in der Champions League dort auch noch knipst und tut und macht, da kann er seine Leistung bestätigen und das ist für alle Beteiligten nur gut. Also was willst du mehr? Absolut. Und diese Gerüchte, dass irgendwelche englischen Vereine da an ihm interessiert sind, die treiben den Marktwert ja im Zweifelsfall nur nach oben. Ja, und ganz ehrlich, an wem sind die Engländer denn nicht dran? Also vielleicht an Benny Fuchs nicht, aber ansonsten an allen. Ja, an Mulo und mir auch nicht. Ha, ich habe ein Angebot letzte Woche gekriegt. Ich bin noch am Überlegen. Ja, mein Reisebüro hat mich auch angerufen, hat mein Angebot aus England gemacht. Die wissen ja, dass ich noch nach London muss. Achso, ja, wir haben heute auch ein Angebot bekommen für etwas, was wir uns kaufen möchten und da ist sage und schreibe bei diesem, und das ist auch etwas höher, dieses Angebot, sage und schreibe ein gratis Inbusschlüssel 5,5 mm mit dabei. Also wenn man da nicht zuschlagen muss, weiß ich auch nicht. Aus Platin oder wie verstehe ich das? Nein, ein ganz gewöhnlich und zwei Schrauben. Gratis mit dabei bei einem dreistelligen, etwas höheren Betrag. Kriegst du gratis einen Imbusschlüssel dazu. Super, dann schicke ich dir den, wir sind eine IKEA-Familie, ich habe gefühlt 300 Imbusschlüssel im Keller und ich sitze auf meinem neuen Bürostuhl gerade und der hat nicht mal 200 Euro gekostet und da war auch ein Imbusschlüssel mit dabei und zwar einer, der hinten so einen richtigen Griff hat, dass du auch Druck beim Drehen auf die Schrauben bringen kannst, der war da kostenlos mit dabei. Ja, nein. Jetzt bist du neidisch, ne? Der ist sogar extra aufgeführt mit gratis. Steht extra drauf auf dem Angebot. Ein gratis Imbusschlüssel 5,5 mm. Wow. Und der Main hat auch schon auf Twitter drauf geschrieben, dass es eine Rarität ist. Ja, für Nicht-IKEA-Gänger vielleicht.
aber. Riesending. Hammer-Goody. Und sowas erwarte ich mir von den Engländern auch, dass die sagen: Eine Packung Salt und weniger Chips mit dazu. Und dann läuft das. Sensationell. Tja. Wo es ein bisschen anders du bist schon vielleicht ein Held. Ausschauen könnte, ist heute auch irgendwie rausgekommen, dass anscheinend Arne Hütter eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Soll angeblich um die 3 Millionen liegen und somit ist dieses Thema mit Gladbach dann doch anscheinend heißer, als man vielleicht meinen mag oder man es wahrhaben will. Schwieriges Thema und das ist natürlich auch wieder alles nur reine Spekulation. Aber wir haben es ja das letzte Mal bei Kovac gesehen, man hat es bei Favre gesehen und jetzt auch wieder bei Rose zum zweiten Mal. Die werden halt auch beide halt rausgekauft, wenn es sein muss. Boah, das ist so ein Thema, mit dem ich mich eigentlich in meiner momentanen Euphorie gar nicht beschäftigen will. Ja, aber du willst dich damit beschäftigen, wenn es vorbei ist. Entsteht. Ja. Ich sage erstmal, das heißt nichts. Also, eine Ausstiegsklausel gibt den Vertragsparteien die Möglichkeit, also eigentlich einer Partei, in dem Fall Hütter, die Möglichkeit, gegen Zahlung eines Betrages X rauszukaufen. Das ist kein Sklavenhandel. Das bedeutet nicht, dass wenn jetzt irgendein anderer Verein kommt und sagt, wir legen das Geld auf dem Tisch, der Vertrag damit automatisch nichtig ist und er dahin muss, mit denen muss er dann auch noch einen Vertrag schließen. Also lasst bitte mal eins nicht außer Acht, dass der Hütter da auch noch hinwollen muss. Und das ist was noch dazu kommt. Und deswegen sage ich mir, Ausstiegsklausel hin oder her, für mich ist das Thema ganz klar, der hat hier Spaß, hat er heute in der Pressekonferenz auch wieder zu verstehen gegeben und schauen wir mal. Ja, im Gegensatz zu den letzten, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren, wo man Gladbach eigentlich noch weiter oben hat ansehen müssen, wäre das ja jetzt auch nichts, wo man sagt, hey, du steigerst dich in der Stufe, ja. Das ist ja nicht Dortmund oder irgend sowas, die du ja vom Papier immer stärker oder höher ansiedeln musst. Ist halt mittlerweile nur noch Gladbach. Ja, das darfst du dann nicht vergessen. Ich sehe jetzt auch nicht den Riesenschritt, den Hütter da machen würde, wenn er zu Gladbach geht. Ich denke mal, wir sind uns oder haben uns jetzt fast auf einer Stufe mit denen etabliert. Was mit Gladbach jetzt Ende der Saison passiert, muss man sowieso mal sehen. Die PS bringen sie ja gerade momentan, die sie eigentlich in der Mannschaft haben, nicht so richtig auf den Rasen. Wenn es dumm läuft, kommen die nicht mal ins internationale Geschäft. Also das muss man auch mal so sehen. Und dann kommen wir langsam an den Punkt, wo wir sie vielleicht sogar auch ein bisschen überholen. Also ich weiß nicht, ob er da so den Riesenschritt macht, wenn er da hingeht. Und ich glaube auch, dass Hütter auch ein bisschen mehr auf so einen Wohlfühlfaktor achtet, wie vielleicht ein Rose oder so. Rose ist ja, klar, die kommen beide aus diesem Red Bull-Stall, wobei ich glaube, Rose ist ein bisschen mehr Red Bull als vielleicht Hütter das ist. Hütter hat auch schon in der Schweiz zum Beispiel oder auch bei Red Bull Salzburg gesagt, nee, das will er so nicht und ist dann in die Schweiz gegangen und ist auch bei den Young Boys geblieben, um eben diese Mission, die er da hatte, auch noch fertig zu machen. Und Ähnliches erhoffe ich dann auch von ihm bei uns. Ich bin da der gleichen Ansicht wie bei Silva. Wenn wir international spielen und insbesondere Champions League, geht der nirgendwo hin. Ja, wie gesagt, ich bin da auch viel zu euphorisch im Moment, als mich mit einem Thema Abgang Hütter zu befassen. Also das geht momentan nicht an mich ran und will ich auch nicht. Was geht denn dann an dich ran? Geht vielleicht an dich ran, dass Ben Manga wohl Sportdirektor wird? Also quasi unser neuer Bruno Hübner. Oh ja, das geht vollkommen an mich ran, weil das finde ich eine relativ geile Entscheidung. Und da wir ja alle wissen, dass hier Manga und Bobic so ein bisschen so Lolleg und Bolleg sind, also wo der eine ist, ist auch der andere. Und ist für mich eigentlich noch ein Zeichen, dass auch Bobic wahrscheinlich nicht zu Hertha geht.
das wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört in einer Scouting-Umgebung. Grüße an den Dustin. Wie er denn das sieht, weil er ist ja auch mal Scout gewesen. Was er von so einer Lösung hält, dass man einen Scout oder Kaderplaner, dass man den quasi hochzieht zum Sportdirektor. Und auch er sagt, dass er davon ausgeht, dass die meisten Scouts auch die besseren Sportdirektoren sind, weil die halt auch wissen, was wichtig ist bei der Analyse, die Ahnung haben von diesem Handwerk, als wenn halt da irgendwer sitzt, der sich auskennt mit Zahlen und solchen Geschichten oder ein bisschen Basiswissen hat, aber von dem Inhaltlichen halt wenig versteht. Und ist vollkommen dafür und findet eigentlich, dass das viel öfter gemacht gehört. Dass das mit Sicherheit ein sehr guter Move ist, der uns nur Vorteile bringen kann, was Kaderplanung und Transfers angeht. Haben wir das nicht letzte Woche genau so diskutiert, dass wir gesagt haben, hey, der wird doch eher Sportdirektor, als wir drüber diskutiert haben, brauchen wir überhaupt noch sowas wie einen Sportdirektor, wenn wir einen Ben Manga haben und einen Bobic, der sehr stark reinregiert? Da haben wir doch genau das diskutiert, wo wir gesagt haben, im Grunde kannst du dir diese mittlere Ebene, die Hübner heute ist, dann sparen und machst ihn lieber dazu. Das war doch genau unser Take, wenn ich mich recht erinnere oder nicht. Oder habe ich da eine Wahrnehmungsverzerrung? Also im Grunde ist es ja genau die Diskussion. So, verstehe jetzt nur ich, genau. Frank, nicht, oder verstehst du ihn auch wir nicht? Wir haben jetzt nur verstanden, dass R2-D2 eine neue Ölung braucht. Und dass wir letzte Woche irgendwas haben. So, ungefähr. So. Vielleicht wählst du dich einfach dann nochmal ein, probieren wir das nochmal. Knarz, knarz, schreibt der Main. Ja. Aber ich glaube, wir haben schon verstanden, was der Frank uns sagen wollte, dass eben wir eh schon drüber diskutiert haben, dass das wahrscheinlich eh die bessere Lösung ist. Und ich muss sagen, ich finde den Move sehr gut. Das Interessante daran ist, auf der Müllhalde des Internets, also sprich Wikipedia, steht das sogar schon drin, dass er ab Saison 21/22 Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt ist. Bestätigt ist aber noch nichts, außer dass das zeitnah irgendwie eingetütet werden soll. Finde ich witzig. Ich kann mitleben. Also ich habe das jetzt auch halbwegs mitgekriegt, dass das schon offiziell ist, aber gut. Letztendlich Hauptsache nicht zu Schalke. Also diese Schalke-Nummer, die hätte ich dann echt überhaupt nicht verstanden. Und von daher, ich finde das auch, ist ein geiler Zug und gibt mir die Hoffnung, dass Bobic tatsächlich auch sagt, Hertha, fick dich. Ja, ist auch ein bisschen wertschätzend. Also das hilft, das pusht ja auch einen Mitarbeiter, der eh schon gut ist oder der sein Handwerk versteht. Das pusht dir natürlich auch noch, wenn du den sagst, so und nächster Schritt auf der Karriereleiter. Jetzt hören wir ihn dann auch hin und wieder mal reden. Da kannst du dich dann nicht so beschweren. Da bin ich echt gespannt. Ben Manga spricht, die neue Kategorie im Adler-Podcast. Du kannst ja dann immer jede Woche ein Zitat vorlesen oder so von einer Spiel oder PK oder whatever. Wie auch immer, cooler Move. Ich find's gut, bin ich voll dabei und ich denke, das bringt es auch wieder ein Stück weiter nach vorne. Wir können ja R2-D2 nochmal probieren lassen, was zu sprechen. Vielleicht kommt es ja jetzt an. Also, wie klingt's? Gebt mal ein Zeichen in die Kamera. Klingt's jetzt besser? Mhm. Es knarrt ein bisschen, aber wir können ganze Sätze verstehen. Ja, das ist meine Wirbelsäule wahrscheinlich. Ich find's definitiv gut. Wie gesagt, meines Erachtens haben wir das ja auch letzte Woche genauso diskutiert, dass wir gesagt haben, brauchen wir bei der Eintracht eigentlich einen Hübner, wenn wir einen Bobic haben. Ich bin sehr gespannt, was er für ein Bild abgibt, wenn er dann mal in der Rolle ankommt. Und von wegen, ja, das verdichtet sich. Ich glaube, die haben alle bei Sky abgeschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da geheime Quellen gibt. Es hat einer jetzt geschrieben und alle anderen schreiben es jetzt ab. Warten wir es mal ab. Ja, ist immer das Gleiche. Jo. Copy and paste. Super. Aber da bin ich dann echt mal gespannt. Vor allem, wie sich dann das Scouting oder die Kaderplanung hinten drauf dann noch irgendwie wie umstellt. Oder vielleicht hat er auch eine Doppelrolle.
das könnte man halt auch vorstellen, dass er halt den Kader plant und das gleich mit sich so ausmacht, wie er das verkauft. Das wäre, glaube ich, auch eine Lösung, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du jetzt, wenn du rein Sportdirektor bist und so eine Struktur hast, wie wir haben, dass du da unendlich viel Stress hast auf Dauer. Glaube ich jetzt weniger. Aber wir werden sehen. Ich finde das einen sehr guten Move und da kann Gutes draus werden. Und ja, bitte Frank. Ich gehe davon aus, dass er auch einen gehaltlichen Sprung dadurch macht und dann werden wir es auch schaffen, ihn zu halten dadurch. Was hat er gesagt? Ich schreibe mir das noch zusammen. Vielleicht können wir das dann auflösen, wenn wir dann später die Spur kriegen. Das können wir dann, also in der Aufzeichnung selber kriegen wir das bestimmt hin, dass man das in ganzen Sätzen versteht. Ja, ich habe vergessen, meine Spur aufzunehmen, aber das kriegst du ja auch so hin, ne? Ja, außer dein Pull-Mollen und so, das ist alles in Ordnung. Ja, ich habe ja damit aufgehört jetzt zu Pull-Mollen. Mein Gott, ich hab halt ein bisschen Kratzen im Hals, es tut mir leid. Hast du vielleicht noch, weil wir sind eigentlich eh schon so gut wie durch, du hast aber noch eine andere Empfehlung außer Pull-Moll. Hab ich gehört. Ja, hab ich gehört. Was habe ich denn da reingeschrieben? Ach, ja, okay, ich habe tatsächlich was geschaut. Wie immer, ne? Puffy würde jetzt sagen, ja, Netflix, was sonst? Ich hab mir dieses Stripes of Europa oder Europa gegeben. Kommt teilweise ein bisschen B-Movie-mäßig rüber, hat aber einen gewissen Suchtfaktor mit einem Scheißende, das mehr erwarten lässt. Also von daher, sehr kurzweilig, 6 Folgen, kann man sich mal kurz hintereinander reinbingen und hat einen leichten Suchtfaktor. Also ich fand's ganz gut. Naja, dann hänge ich mich mit Netflix gleich hinten dran. Lupin, weiß nicht, ob das schon wer gesehen hat, relativ neu. Mio. Und, wie findet er's? Ich fand's großartig. Lupin fand ich echt geil. Ja, wer's? Haben wir ja erst 3-mal empfohlen hier. Ah, Frank hat es, glaube ich, auch gesehen. Nicht. Doch, hatten wir schon mal als Empfehlung. Echt? Ich merke mir doch diese Empfehlungen nicht. Wir empfehlen es einfach nochmal. Empfehl's nochmal, genau. Und da kommen jetzt im August weitere Folgen dazu. Wer es nicht kennt, da geht es um die Abenteuer des Meisterdiebs Arsène Lupin. Das ist irgendwo eine fiktive Figur aus einem Buch. Und da geht es um, dass er seinen Vater quasi rächen will, weil der sich zu Unrecht das Leben genommen hat. Mehr kann man dazu zu Unrecht nicht das Leben genommen hat, ist naja, großartig. Naja, er hat sich, weil er Druck bekommen hat, sagen wir es so, hat genau, er wurde zu Unrecht verhaftet und ihm wurde ein Verbrechen in die Schuhe geschoben, für das er eigentlich gar nicht, das er gar nicht getan hat und hat sich aufgrund dieser Tatsache das Leben genommen und Sohnemann will jetzt mehr oder weniger Papa rächen, was er sehr geschickt macht. Ja, wobei es da relativ viele Sachen gibt, wo du dir eigentlich denkst, okay, ja. Im echten Leben funktioniert das noch weniger. Ob das jetzt Film hin, Film her, aber er versucht unentdeckt zu bleiben und rennt aber irgendwie wenig Vergleiche durch die Gegend. Also du darfst auch da nicht immer alles hinterfragen, ne? Also nimm's hin, wie es gegeben wird, mach dir nicht zu viele Gedanken drüber, aber es ist schon sehr unterhaltend und lässt sich gut gucken. Ja, also eine der lustigsten Szenen fand ich ja das mit dem Essensboten, Miam, Lieferando, was auch immer, in dem Park, wo er sich mit der einen Dame trifft und vorher siehst du nur, wie er irgendwie 37 Mal Schnitzel bestellt oder sowas und du hast keine Ahnung, warum. Weil dann 37 Lieferando-Boten durch den Park fahren und er wieder unentdeckt verschwinden konnte. Richtig. Ja. Ja, nein, es ist ganz
ganz nett gemacht. Und dann hatten wir vorhin noch was anderes, weil ja diese Bierkistengeschichte war. Und zwar habe ich heute im Zug einen Podcast-Hilfe. Habe ich einen Podcast entdeckt, dass ich jetzt nach diesem Störgeräusch da weiterkomme. Keine Ahnung, was das war. Wir werden es sehen. Und zwar ist der von Sky Sport Österreich. Und da rufen die in der Sendung, irgendwie der Abstauber heißt die, rufen die österreichische Fußballspieler an. Und in der aktuellen Folge rufen sie Hinti an. Und da geht's auch um das Thema quasi, warum er sich ein Instagram-Account gemacht hat. Da kommt eben diese Bierkistengeschichte auch zu Trage. Also da erzählt er halt eben genau das, was ihr schon gesagt habt mit, ja, früher bist du dann nach dem Spiel da zusammengesessen und hast dann drüber geredet, wie toll das Spiel war oder wie schlecht das war, und hast das eine oder andere Bier getrunken. Und jetzt hängen halt alle am Handy und tun und machen. Und es war auch einer mit den Gründen, weil halt jeder ihn genervt hat mit mach mal was und Fake-Accounts und so weiter und so fort. Und man erfährt, was ihm lieber wäre, Salzburg oder Frankfurt. Ja, und? Was hat er gesagt? Frankfurt. Das verrate ich nicht, selber anhören. Wie heißt denn der Podcast? Der heißt Ruf mich an, der Abstauber-Podcast. Ruf mich an, der Abstauber-Podcast. Genau. Und okay. Da hört man auch ein wenig, nachdem es ein österreichischer Podcast ist, hört man halt auch den Hinti auch ein bisschen kärntnerisch reden. Gell? In der Muttersprache. Ja, okay. Wing. Okay. Knallen wir unten in die Shownotes mit rein. Ist yes. Ganz witzig, wobei ich nur diese eine Folge ganz witzig fand. Du kannst natürlich auch als großer Ilse-Fan noch ein Interview anhören. War er noch bei Leipzig? Nein. Nicht? Schade. Nein. Wie gesagt, die eine Folge geht, der Rest ist eher schwierig. Der Rest ist eher schwierig. Okay. Ja, das ist halt, ja, es ist halt immer noch Sky. Also es hilft ja nichts. Du hast dann irgendwie ziemlich laut Werbung dazwischen und aber es dauert halt auch nur 20 Minuten oder so. Also. Okay, jetzt haben wir gar nicht Rummenigge im Sportstudio angesprochen. Aber ist egal, ich machen wir es nächste gesehen, Mal. Deswegen keine Ahnung. Ist egal, ist auch nicht so schlimm. Aber Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, keine Ahnung. Ich ignoriere jeder, das gesehen mittlerweile. Weiß, was damit gemeint ist, kein Problem. Ja, dann willst du es jetzt noch ansprechen. Nein, komm. Okay. Nicht schon wieder Rummenigge im Mittelpunkt. Ich habe keinen Bock drauf. Gut. Jetzt würde ich gerne wissen, ob der Frank noch da ist oder nicht. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Eintracht-Format-Folge zu hören, weil da ist unser Finanzvorstand Oliver Frankenbach zu Gast. Und das Thema Finanzen und Eintracht ist ja etwas, was wir hier auch sehr beleuchtet haben, insbesondere auch von anderen Clubs. Und ich bin sehr gespannt auf die Folge, aber vielleicht könnt ihr darüber ja jetzt noch was sagen. Hat er irgendwelche Internas ausgehauen, die hier spannend sind? Ja gut, sie sind natürlich nicht so sehr in die Tiefe reingegangen, das ist ganz klar, ne? Das wird er uns natürlich nicht verraten. Groß oder Credo der ganzen Sache. Durch Covid ist es natürlich schwierig, aber es geht uns ganz gut. Es ist alles sehr stabil, weil sie halt auch sagen, ja, sie haben halt gleich reagiert mit den Gehaltskürzungen und den ganzen Geschichten, dass sie halt auch gleich erklärt haben mit, ja, das heißt, das Geld gibt später auch nicht. Weil, ja, genau. Wir machen keine das? Stundung, sondern genau. Kürzungen. So. Wenn das Spiel nicht stattfindet, dann findet es später vielleicht statt, aber dann trotzdem ohne Zuschauer. Das wird dann nicht deswegen wiederholt. So haben sie das irgendwie dem einen oder anderen Menschen erklärt. Angeblich. Ja, und die Spieler hätten auch alle sehr vernünftig reagiert, hätten es eingesehen und alles gut.
Ja. Nein, also sehr, sehr gute Folge und anscheinend auch ein sehr lockerer Typ, so neben den Finanzen. Der selbst auch von Covid für 4 Wochen weggeschossen wurde. Stimmt. Also den muss es auch relativ heftig erwischt haben in der Hinsicht. Hat sie im Dezember erwischt, wo er dann erzählt hat, dass sie eben auf den oder in der Lunge auch dann irgendwas festgestellt haben, dadurch geimpft sei, trotzdem aber wegkriegt auf, und so weiter und so fort. Aber wir spoilern viel zu viel. Hört euch das einfach an. Wir knallen das unten. Nimmt das nicht auf die leichte Schulter, nur weil es jetzt wärmer wird und wir draußen rumrollen können, rumtollen können, so rum. Und Impfstoff da ist und so weiter. Passt bitte nach wie vor auf euch auf. Noch sind wir hier nicht durch. Na gut, wenn wir dann sonst nichts mehr haben, dann können wir in den Feierabend fahren. Freut euch auf Freitag. Das wird wieder schön. Es gibt bestimmt wieder eine Sonderfolge mit einem übersteuerten Mule. Also falls wir gewinnen, kriegt ihr bestimmt auch direkt wieder was zu hören am Wochenende. Gerne, ich bin dabei. Ich regel mich auch runter, dass ich da nicht wieder so übersteuert bin. Werden wir alles sehen und zwar auf unserer Webseite adler-podcast.net, auf den Social Media Kanälen Twitter, Facebook und Instagram unter @adlerpodcast. Patreon könnt ihr natürlich auch werden, wie am Anfang gesagt. Wir reden über das Thema. Es war übrigens das Thema mit Ben Manga. Wenn ihr Patreon seid, einfach uns schreiben und dann machen wir was da draus. Wir freuen uns über jeden einzelnen Euro. Wenn ihr dem Mulemeister folgen wollt, weil ihr das auch gut findet, dann @Mulemeister auf Twitter, dem Frank @SG_Papa, dem nicht anwesenden @75Puffy gibt es dann natürlich auch noch. Und dem anwesenden Jörg folgt ihr unter @Joe2Go_. Was wir dann auch noch machen werden, ist, das mit dem Gewinnspiel hat anscheinend irgendwie den einen oder anderen entweder nicht interessiert oder es war einfach zu kompliziert. Ich glaube, wir werden das anders machen. Meine Idee wäre ja, wir setzen einen Tweet oder in Social Media was ab mit Tipps gegen das Spiel von Bremen und wer unter denen, die richtig getippt haben, verlosen wir. So machen wir das. Ich glaube, das wird einfacher sein. Das ist jetzt auch nicht so schwierig zu erfassen, dass man, wie man das da machen muss. Und dann denke ich mal, dass wir doch ein paar Teilnehmer haben. Ja. Gibt es einmal ein signiertes 59 Eintracht-Orte-Buch zu gewinnen? Also Social Media im Auge behalten und abstauben. Dann war es das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt uns, liked, schreibt Rezensionen, abonniert uns, folgt uns. Und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder in diesem Theater, wenn es mit Kapitel 87 weitergeht. Bis dann und tschüss. Tschö. Servus. Gude. Puffy. Halt's Maul.